Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier schon bei Sardas. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ruckeln wird, weil ich habe mich jetzt so hingestellt, dass eventuell das einigermaßen passen wird. Ja, und es hat funktioniert. Da. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ich suche magisches Wissen. So, daher, dass jetzt gerade mal so schön flüssig läuft. Okay, was hat er denn noch? Oh. Zur Auswahl. Wir können ja mal mit so ein paar Sachen herumspielen, theoretisch nochmal, wenn ich dann relativ durch bin. Oder kurz davor. Ich sollte mir vielleicht nochmal einen Backup-Speicher hier anlegen. Okay. Langsam verstehe ich klar das Ziel. Ich bat ihn um Hilfe bei der Zerstörung der magischen Barriere. Und er zeigt mir tatsächlich einen Weg. Nur hat dieser Weg überhaupt nichts mit dem großen Erdhaufen der Wassermagier zu tun. Stattdessen verlangt er von mir einen Weg in den unterirdischen Schläfertempel zu finden. Tja. Ich lege mir tatsächlich nochmal hier einen Speicherstand an. Let's play after show party. Nenne ich den einfach. Damit ich das auch weiß, wozu der Speicherstand gehört. Das ist, da ich mir bei Zardas halt noch ein bisschen was hole. Und jetzt habe ich den größten Fehler überhaupt gemacht. Ich habe Richtung Kerzenleuchter geschaut. Ihr seht es halt, es sind wirklich nur diese Kerzen, die nochmal klein wenig was ausmachen. So. Ich glaube tatsächlich, ich muss da runter, ne? Genau. Weil das ist, glaube ich, der schnellste und noch irgendwie am sichersten Weg. Der sicherste Weg? Keine Ahnung. Wie ich da noch gescheit hinkomme. Spiel speichern. Genau. Wir haben ja die Aftershow-Party da oben gespeichert, also. Was soll's? Okay. Dahin. So, und jetzt versuche ich tatsächlich
tatsächlich nochmal was. Gerade zumindest, weil es sich eventuell nochmal erübrigt. Okay, das geht schon mal nicht. Okay, ich beobachte einfach mal von hier aus. Ich rüste jetzt quasi das Horn aus, in Anführungszeichen. BZW benutze es. So, hier wollte ich mal nach oben gescrollt haben. So. Grandios natürlich. Ah, da. Okay, bringt tatsächlich so gut wie gar nichts. So, dann lege ich das wieder an, das Ulumulu. Okay. Hoffe, dass ich unbehelligt bleibe. Gerade weil ich jetzt unbehelligt bleibe, speichere ich nochmal. Und ich kann nur hoffen, dass ich jetzt irgendwie... So nach Trick 17. Okay. Nochmal hier speichern. Ich weiß, dass ich gerade sehr viel gespeichere. Aber wir müssen das tun. Ihr müsst mich verstehen dort. Okay, die interessiert das auch so gut wie gar nicht. Mal gerade geguckt, wie das die anderen sehen. Cool. Jetzt noch einmal speichern. Okay, das interessiert also keinerlei der vier hier. Da muss ich anscheinend hin. Okay, und da komme ich gar nicht hoch, habe ich so das Gefühl. Okay, so komme ich da auch nicht hoch. Aber ich muss sagen, es wird immer interessanter, weil... Naja. Ihr merkt ja, ich kann hier nichts machen, ich kann da nichts machen. Ich soll aber offensichtlich irgendwie die Figur da runterholen. Boah, ich werde mich dafür hassen, dass ich das mache. Aber mehr als versuchen kann ich das nicht. Nee, er zappt mich immer automatisch auf einen der Orks. So frei zielen oder so, das geht nicht. Da ich das nicht will. Ja, keine Ahnung.
ist irgendwie nicht sonderlich aufschlussreich. Behebe wirklich kein Haar breit. Okay. Schwierig, ne? Gibt eigentlich erfüllte Mission, gescheiterte. Was? Wie gescheitert? Es irritiert mich immer noch, solche Sachen. Okay. Ich halt noch mal einen prüfenden Blick werfe, weil, wie gesagt, doppelt und dreifach vorsichtig momentan, ne? Tiere. Aber jetzt langsam fühle ich mich wirklich überlastet von dem ganzen Kram. Muss ich ja doch schon mal wieder zugeben. Warte, hier war ich, da war ich. Ja, es sind nur drei Höhlen tatsächlich. Ist halt einer Haus oben. Oh Gott, Spruchrollen. Und war das gerade eine Teleportrolle? Habe ich das gerade richtig gesehen? Auf einer war nämlich ein T drauf. Okay, Moment. Ich speichere nochmal. Wie gesagt, ich bin momentan jetzt echt übervorsichtig. So. Ja, Tatsache. Orkische Teleportzauber. Teleport über Wasser. Orkischer Teleportzauber. Oh, das will ich ja mal ausprobieren. Einfach aus Prinzip, ihr wisst es. Okay, aus irgendwelchen Gründen sind wir hier drinne. Das speichere ich mal auf den zweiten Stand. Weil sollte jetzt irgendwas passieren, habe ich halt keine Chance mehr, ne? Okay, Licht hätte ich mir sparen können. Aber warte mal, wir haben einen neuen Tagebuch ein.
Es ist mir gelungen, in den Tempel der Schläfer zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet. Aber ich werde es herausfinden. Ja, das stimmt wohl. Ich bleibe auch gerade mal ganz kurz relativ auf Ecke. Und wie gesagt, das speichern wir jetzt alles auf zweiten Speicherstand, weil der erste ist mir jetzt quasi heilig geworden. Okay, das Erz ist noch interessanter, weil es glimmt so rot. Ob es dadurch eine andere Eigenschaft hat, weiß ich noch nicht. Das geht ja echt tief runter, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Grandioserweise dürfen wir wahrscheinlich auch noch über die Schlucht rüberspringen. Ja, dann nehme ich den Sprung in Kauf. Hätte auch schief gehen können, nur so nebenbei, ne? Okay, es wird spannend, Leute. Ja, ich würde mal sagen, das schreit wieder nach Fleisch. Grandios. Wir werden unser Fleisch los. Grandios. Na gut, wir wollen es ja nicht überstrapazieren. Hier. Grandios, grandios. Freut mich. Spiel speichern. Zweiter Speicherstand. Ganz wichtig, wie gesagt. Erst ist mir gerade ein bisschen heilig geworden wegen Gründe. Okay, hier erwartet mich noch nichts gerade. Oder nichts weiteres. Oh Gott, ist das gigantisch hier. Großartig. Was ich mal ganz kurz wissen will. Nein, geht nicht. Okay. Das ist auch wieder interessant. Dieses Erz kann ich nicht abbauen. Ne? So, und ja, ich sehe dich da, Skelett. Denk mal nicht, dass ich dich übersehen hätte. Stufe gestiegen. Sehr schön.
Tatsächlich ein Magier. Hab doch nicht klug verkehrt gesehen, dass tatsächlich ein Magier auch noch hier aufhält. Ist ja widerlich. Also, weil man halt nichts machen konnte, gefühlt. Für eine kurze Sekunde, aber... Wir haben es ja irgendwie geschafft. Mann, das ist alles so spannend, so aufregend, so... Ich kann nicht mehr. Oh Gott, das ist gruselig, das Geräusch. Mann, könnt ihr das nicht unterlassen? Oh, und der Part ist auch schon wieder fast zu Ende. Ich weiß nicht, mach ich einen kurzen Cut, damit ich im nächsten Part ein bisschen mehr Zeit habe. Weil ist ja echt noch viel, was ich hier wahrscheinlich erforschen darf. Okay, ich glaube, ich mache mal ganz kurz einen Cut in die nächste Folge. Weil da haben wir ein bisschen mehr Zeit, um mehr zu sehen. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saras, haut rein und ciao.